Die drei mit der höchsten Qualifikation im Lügen, Verschleiern und Betrügen. Also ab zum Bewerbungsgespräch. Wie geht's dir? Ich bin ziemlich aufgeregt. Hast du Angst vor dem, was auf dich zukommen könnte? Nein, Angst habe ich nicht. Ich bin freudig erregt. Ich muss ja später entscheiden, wer Verräter wird. Könntest du dir vorstellen, ein Verräter zu sein? Nein, ich möchte auf gar keinen Fall Verräter sein. Ich kann doch überhaupt nicht lügen. Jetzt wissen alle, dass du wahnsinnig intelligent bist, dass du alles analysierst. Hast du nicht Angst, dass du vielleicht sofort eliminiert wirst? Ich habe große Angst davor. Ja, ich weiß nicht, soll ich mich irgendwie, soll ich mich ein bisschen blöder machen? Verräter müssen lügen. Ja. Betrügen, hintergehen, morden, verraten. Lügst du manchmal? Wenn ich muss, ja. Ja, lügen kann ich ganz gut. Du bist Juristin. Ja. Ist das nicht so gegen eigentlich so dein Berufsethos? Aber das ist ein Spiel für mich. Wie schätzt du dich denn ein? Weil du bist halt der Nette. Ich komme nicht hierher, um Freunde zu finden. Wärst du ein guter Verräter? Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade weil ich bin, wie ich bin, würde es mir keiner zutrauen. Also ich finde es ja ganz interessant, mal auf der guten Seite zu stehen. Und? Das andere kann ich ja aus dem FF. Ich glaube, ich wäre gerne Verräter, ja. Du glaubst? Nein, ich wäre gerne Verräter, ja. Der ganze Rest der Truppe macht ja Jagd auf die Verräter, ja, und möchte sie eliminieren und verbannen. Wärst du auch eine gute Loyale? Der Druck wäre geringer, also weil man eben nicht lügen muss, man kann sich auf mehr Dinge konzentrieren. Hast du da dir schon mal Gedanken gemacht, wie reagiere ich denn, wenn ich einfach beschuldigt werde, Verräter zu sein? Ich meine, man muss ja als Loyaler und als Verräter muss man sich ja rechtfertigen. Ich glaube, darum geht's, oder? Natürlich. 50.000 Euro. Ja, ist verlockend, ne? Du willst gewinnen? Natürlich. Dann bin ich mal gespannt, ob ich dich erwähle zum Verräter. Ja, ich auch. Ich hoffe es.